So, Leute, ich hoffe, ihr versteht mich. Wir machen das Ganze jetzt mal so. Wir packen jetzt gemeinsam die PS4 wieder aus. Sie ist wieder da. Und wir schauen uns das Ganze jetzt noch ein letztes Mal an. Weil ihr kennt das. Ich habe das in die Community, also ich habe es ja in Discord und so mit reingeschrieben, was für ein Problem ich damit hatte. Verkauft. Ich hatte ja schon erst in einen Typen über Kleinanzeigen, das hatte die, haben viele von euch auch mitbekommen, habe ich dann abgebrochen. Dann wollte ich es eigentlich jemandem aus dem Discord verkaufen und es tut mir so leid, ich hätte an dich verkaufen sollen. Dann hätten wir wahrscheinlich, wären wir beide glücklich gewesen. Also gehe ich mal sehr stark davon aus. Und ja, dann war aber doch noch ein Gebot. Ich wollte es da nicht abbrechen, weil ich mir dachte, oh ja, der hat halt auch schon fast 10 Jahre eBay auf dem Buckel mit 100% Bewertungen. Und ich denke mal halt, das eine ist, dass du vielleicht das fälschen kannst mit den Bewertungen, aber 10 Jahre auf dem eBay-Buckel, dann müsste der das ja echt schon sehr, sehr lange machen. Oder dann lass es 9 Jahre gewesen sein, ich bin mir nicht ganz genau sicher. Auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr lange. Und dann dachte ich mir so, das ist irgendwie schon sehr kurios. Komm, passt schon alles, schickst es hin. Und dann hat er sich halt aber genauso verhalten wie der Typ über Kleinanzeigen. Und entweder er hat mich jetzt halt verarscht oder muss ich jetzt mal so sagen, wie es halt ist. Ich kann es nicht genau sagen. Entweder er hat halt jetzt was gemacht, ich möchte jetzt keinem was unterstellen, oder halt der vor mir. Aber irgendwas, irgendjemand muss hier irgendwas getan haben, weil hier fehlen zwei Sachen. Einmal, als er das Ganze dann aufgemacht hat und letztendlich auch, wenn es als Sammlerstück verkauft wurde und wenn er auf gut Deutsch da mit dem Auto drüber fährt und das in die Luft schmeißt, juckt mich nicht. Ich habe meine Kohle bekommen, soll er machen, wie er lustig ist. Aber er hat es dann aufgemacht und hat mir dann ein Foto geschickt, mit ja, Controller und Spiel fehlen. Was mich halt schon ein bisschen stutzig gemacht hat, und das fand ich ein bisschen komisch. Ich meine, gut, manchmal hat man aber auch Zeitdruck. Das lag dann schon bestimmt eine Woche, anderthalb bei ihm. Und dann habe ich gefragt, das kam dann nur so zustande, weil ich gefragt habe, kann ich noch eine Bewertung haben vielleicht? Also, wäre es mal blöd gefragt, ich bettel da nicht hinterher, aber ich habe halt gefragt, ich hoffe, Sie sind soweit zufrieden und falls ja, würde es mich freuen, wenn Sie vielleicht auch einen positiven Kommentar auf eBay dalassen würden. Ich finde, das ist nichts Verwerfliches, kann man machen. Und da hat er dann gesagt, ich habe mir das Ganze noch gar nicht angeschaut. Und dann kam so ein paar Stunden später, hat er sich dann die Zeit genommen und direkt am selben Tag mir dann ein Foto geschickt, da stimmt was nicht. Und hat dann direkt, nee, sogar bevor er mich angeschrieben hat, hat er direkt dann diese Rückerstattung von eBay schon aktiviert. So war das Ganze dann. Ja. Und dann hat er halt das Ganze aufgemacht und halt gesehen, ja, Controller und Spiel fehlen. Aber Konsole hat er sich nicht weiter angeguckt, weil die ist noch original in dieser Folie. Und ich werde sie mir auch nicht weiter angucken, das sage ich so schon mal vorneweg. Ich glaube nicht, dass ich weiß es nicht, ob ich es machen soll. Immerhin hat er es soweit wieder ganz gut verpackt. So mit dem Karton, wie ich es halt auch versendet habe. Immerhin hat er sich da ein bisschen Mühe gegeben. So, und sagen wir mal so, die 400 Euro. Wartet mal kurz. So, ich denke mal, so könnt ihr das Ganze besser sehen. Ich hoffe, das ist jetzt so in Ordnung für euch. Dann seht ihr mal ein bisschen meine Füße hier. Aber ich denke mal, das macht hier mehr Sinn, gerade weil ich hier sonst einfach keinen Platz habe. Ich meine, die 400 Euro sind im Arsch. Ich habe damals auch knapp über 400 Euro für die Konsole bezahlt. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 420, 430 Euro. Und habe die ja dann auch für 400 wieder verkauft. So, also ich wollte damit ja. Klar, ich hatte es am Anfang mal für einen etwas mehreren, größeren Preis drin. Ich glaube, mit 500 habe ich gestartet. Selbst dann, Leute, das wären vielleicht 50 Euro Gewinn gewesen. Und letztendlich wollte ich damit keinen Profit machen. Ich dachte einfach nur, okay, ich gebe es einfach an einen anderen glücklichen Sammler einfach ab, der gerade wegen Uncharted und so einfach, da gibt es ja einige Fans. Ja, die davon was haben, weil ich kann mit Uncharted nicht so viel anfangen. Ich habe es halt damals günstig geschossen bekommen und dachte so, ich gebe sie jetzt einfach mal weiter, aus auch Platzgründen. Dass ich natürlich jetzt eine Konsole weniger habe und 400 Euro verloren habe, ist natürlich Kacke auf gut Deutsch. Ich möchte es einfach mal so sagen, wie es ist. Es ist scheiße, es ärgert mich, weil 400 Euro ist ein Haufen Geld, gerade für mich. Es ist, ich meine, für jeden ist das ärgerlich, Geld zu verlieren, gerade auch im dreistelligen Bereich oder sogar noch mehr. Klar, andere haben solche Risiken mit vierstelligen Beträgen, gar keine Frage. Deswegen mache ich auch solche Risiken bei so größeren Beträgen auch einfach auch nicht eingehen, gerade nicht in der jetzigen Zeit, Lebenssituation, wo ich jetzt gerade bin.
Deswegen sind aber 400 Euro einfach für mich sehr, 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 sehr viel Geld. So, und wenn ich mir aber mal was gönne, was in dieser Preisklasse ist, dann muss es auch schon für mich fertig gegradet sein oder ich 1000% sicher bin, okay, es ist legit und es passt. Ja, dementsprechend ist das natürlich jetzt mies. Ich kann das Geld da nicht mehr rausholen. Die sind weg, plus die Konsole, die jetzt offen ist und die Sachen fehlen. So, wir holen das Ganze jetzt hier mal raus. Mir ist es ehrlich gesagt jetzt auch Lattenschatten egal, ob da jetzt Kratzer an die Box rankommen oder whatever. So, er hat das Ganze hier aufgemacht. So. Die Qualität ist vielleicht jetzt ein bisschen schlechter, weil ich so stark rangezoomt habe. Aber dann seht ihr mal. Ja, so ist es ganz gut. Hier hat er das aber auch vorsichtig aufgemacht. Also ich muss dazu sagen, er hat sich Mühe gegeben. Also ich werde auch gleich noch mal eine Story dazu erzählen. Ja, ich quatsche in diesem Video wieder viel, aber das gehört einfach nur mal hier dazu und ich muss das loswerden. Für die Leute, die dieses Video nicht interessiert, schaltet gerne ab, schaut bei den nächsten Videos vorbei. Aber ich muss das einfach in einem Video festhalten, einfach für mich selber, um damit abschließen zu können. So, wir schauen uns das Ganze jetzt hier noch mal näher an. Ich nehme sie jetzt mal in die Hand. So seht ihr jetzt das Ganze ganz gut. Oh, jetzt bin ich dämlich. Da, sehr schön. So, und sein Problem war, wenn wir uns jetzt hier das nochmal anschauen, hat er behauptet, das Ganze ist doch nicht koscher. Also, gerade mit diesen weißen Punkten, die man hier sieht, wäre das Ganze schon mal geöffnet gewesen. Oh, Entschuldigung. Mit den weißen Punkten, die man hier sieht, die aber eindeutig, weil man das auch schon bei anderen sieht, das ist ja so wie jetzt hier und auch hier davor, eindeutig zum Design der Konsole gehört, ist das Ganze nicht abgerissen oder so, so wie er das behauptet hat, sondern gehört einfach zum Design der Karte. Tatsächlich muss ich dazu sagen, er hat mir ein Foto geschickt und das kann er selber schlecht faken. Also ich wüsste nicht wie. Wie das Ganze auch ohne diesen weißen Fleck unten drunter aussieht. Er hat tatsächlich eine gefunden und ich meine sogar, einer aus der Community, aus dem Discord, hat auch eine gefunden gehabt, die das nicht hat. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist doch schon komisch, dass ich trotzdem auch keinen Einzelfall habe, wo meine und auch einige andere genau in diesem Punkt diese Macke haben. Da müssten ja 1000 Stück oder so, sagen wir jetzt mal, gefaked sein. Macht einfach keinen Sinn. Und vor allem, wenn man sich jetzt hier so sonst, so, ich denke mal, so könnt ihr es perfekt sehen. Das sieht für mich nicht danach aus, auch unten drunter, was Dreck oder so angeht, dass es gefaked wäre. So, und jetzt mache ich es mal so. Es tut mir echt leid, das ist gerade echt ein bisschen schwierig. Aber so könnt ihr es vielleicht ganz gut sehen. Für mich sieht es auch jetzt da unten drunter nicht wirklich danach aus, als wäre da irgendwie was. Also da ist tatsächlich ein kleiner Fleck ziemlich in der Mitte. Falls ihr ihn da seht, dort ziemlich, ja, knapp unter dieser Lineale. Lineale. Ja, deutsche Sprache, Schwierigsprache, ist mir egal. Aber man sieht's. Ich pack's jetzt mal wieder runter. So sieht man es, glaube ich, ganz gut. Ja, ich weiß es nicht. Also für mich ist das Ganze auf jeden Fall nicht irgendwie gefaked. Ich meine, heutzutage gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich würde auch gar nicht mal drum ausschließen. Ich bin kein Experte. Ich wäre selber viel zu. Also, ich habe es nie vor und ich werde auch niemals irgendwelche Sachen faken. Ich wäre auch viel zu dämlich für sowas. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Möglichkeiten. Ob es mit, ich weiß es nicht, vielleicht ein Föhn oder so, aber der müsste. Das, also. Ich stelle mir das so schwierig vor, aber vielleicht ist es dann möglich, weil es ist auch so eine weiche, dünne Pappe. Dass das Ganze dadurch dann nicht aufreißt, man hat das mal mit dem alten Siegel aufgemacht, Sachen rausgeholt und dann wieder zugemacht. Mit einem neuen Siegel, ich meine, die Siegel, die kann man ja nachkaufen, das ist ja leider nun mal so. Wir machen das Ganze jetzt mal auf. Und wir schauen uns das Ganze jetzt hier auch mal an. Und selbst wo er jetzt nochmal vor, er hat auch gesagt, er hat es vorsichtig aufgemacht, muss ich auch sagen. Würde ich jetzt zustimmen, man hat hier keine neuen Knicke drin, man hat hier keine Knickkante drin. Genau, ihr könnt das ganz gut sehen. Also passt das soweit. Hier vorne hat man soweit auch keine große Knickkante drin.
machen wir das Ganze hier mal auf und holen das Ganze mal raus. Ja, oder bevor ich das raushole und den Cut mache, erzähle ich noch kurz die Geschichte. Oder was mir so koscher vorkommt. Mal angenommen, er ist auch wirklich komplett unschuldig und er hat wirklich das nur aufgemacht, wollte halt einfach diese Konsole haben, kann ja auch sein, und wollte halt einfach das Risiko nicht eingehen. Ich meine, das war der Originalpreis von früher, wenn nicht sogar billiger, ich weiß es gerade gar nicht. Wollte diese Konsole haben, weil er ein Uncharted-Fan ist, was weiß ich, keine Ahnung. Und wollte das Risiko nicht eingehen, die halt gebraucht zu kaufen. Weil meistens hast du immer irgendwie was auch bei der PS4 mal gebraucht, kann ja auch mal sein, warum auch immer, wer sich's leisten kann. Ich würde es vielleicht sogar genauso machen, ich weiß es nicht. Und dann sagen, hier komm, ich pack sie halt aus, hab sie einfach nagelneu in diesem Design und fertig. Und dann kam es eben mit, ich spiel fehlt Controller und Spiel. Ich denke mir halt nur dabei, und jetzt nur mal so als Randinformation, ja, ich habe gerade die Konsole hochgehoben. Und sie ist genauso schwer. Ich meine, gut, das wiegt jetzt auch nicht so viel, aber von dem, wie ich es gerade im Gefühl habe, wiegt die genauso viel, wie ich sie verschickt habe. Muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Kann natürlich auch täuschen. Ich meine, das ist jetzt nicht so viel, was da jetzt irgendwie mehr oder weniger wiegt, aber ich würde mal behaupten, es ist genauso. Da frage ich mich, okay. Wenn er mich wirklich verarschen wollen würde, also da, wo ich es jetzt hingeschickt habe und verkauft habe, warum zum Geier kommt man dann ausgerechnet auf die Idee zu sagen, hey, ich behaupte nicht, da ist eine gebrauchte PS4 drin, weil er hätte auch sagen können, angenommen, er würde mich jetzt verarschen wollen, er hat eine gebrauchte PS4 irgendwo zu Hause liegen, am besten noch eine defekte, die er irgendwo geschenkt bekommen hat oder whatever, oder auch seine eigene schwarze, wie auch immer, ist das scheißegal, packt die da rein und macht ein Foto auf eBay, ne, so wie er es jetzt hier auch gemacht hat. Da ist eine Fake PS4 drin oder nicht eine Originalverpackte, die ist gebraucht oder was auch immer. Also mit dem teuersten Produkt innerhalb so einer Verpackung. Wer kommt denn auf die Idee, von den Sachen, die am wertvollsten drin sind, die unwertvollsten zu nehmen? Ich meine, das Spiel ist ein Standardspiel. Das hätte man sogar für 20 € sogar noch nachlegen können. So, und der Controller, ja gut, den kriegt man nicht so. Er hat halt gesagt, laut seiner Aussage, gut, das kann man jetzt hinstellen, wie man will. Hätte er diesen Controller jetzt noch nagelneu auf eBay gefunden zu dem Zeitpunkt, hätte er angeblich nichts gesagt. Er wollte nur den Controller halt auch nagelneu haben. Ich weiß es nicht, ich kapiere es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Für mich macht es halt einfach keinen Sinn. Der einzige Punkt, der mir gerade auffällt, ist, du müsstest es schon so professionell machen, dass du selber eine Uncharted 4 OVP jetzt hier stehen hast, eine gebrauchte, irgendwo gekauft, und jetzt alle Stück für Stück dir irgendwie zusammensammelst, um dann wieder eine zu resealen, wo alles wirklich neuwertig ist, um das dann halt wieder ja selber zu verkaufen oder so. Aber dann auch da frage ich mich halt so. Das heißt, es ist dann russisch Roulette, dass der eine halt Pech hat und dann wird Controller und Spiel entnommen, bei dem anderen wird die Konsole entnommen, nur um das dann selber wieder. Also es macht irgendwie keinen Sinn. Versteht ihr, wie ich meine? Man dreht sich im Kreis. Würde ich jetzt stumpf jemanden reinlegen wollen, mache ich das nicht mit den zwei Sachen, die am wenigsten wertvoll sind. Ich meine, letztendlich endet es nichts an der Tatsache. Aber dann hätte ich, wäre ich an seiner Stelle und ich wüsste jetzt, okay, ich verarsche den jetzt, komme ich doch nicht mit dem Controller an und auch nicht mit dem Spiel. Das ist halt das, was ich so komisch finde. Das macht für mich keinen Sinn. Ja, das so viel dazu. Also, es macht irgendwie keinen Sinn, dass er mich nicht verarscht, aber es macht irgendwie auch keinen Sinn, dass er mich verarscht. Ich weiß nicht, was mit dieser Konsole passiert ist. Ich muss doch dazu sagen, er hat mich tatsächlich zum Schluss angeschrieben. Ich habe dann den Fehler gemacht, weil ich war so frustriert und so wütend einfach auf die ganze Situation, dass ich dann auch die Rückstattung einfach akzeptiert habe und direkt mit dem Rückversand und so das auch gemacht habe. Also direkt bestätigt habe und auch die Sendungsnummer, ne, also die Nummer gekauft habe bei DHL und Co. und es schon wieder vorbereitet habe und ihnen das geschickt habe. Nochmal 10 € ausgegeben, weil es sind ja über 5 Kilo. 5,2, um genau zu sein, mit dem Karton allerdings. Ich weiß nicht, wie viel so eine PS4-Box jetzt im Einzelnen wiegt, und auch diese Edition. Keine Ahnung, vielleicht kann es ja jemand nochmal rausfinden, der es wirklich mal, der hat legit irgendwie zu Hause stehen. Mit Karton, mit dem Füllmaterial waren das Ganze 5,2 Kilo. Dementsprechend waren es 9,49 €. Und er hat halt dann auch gesagt, das wusste ich aber nicht und ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber ist mir jetzt auch egal.
Und dann kann ich es eh nicht. Er hätte das Ganze kostenlos mir zurückschicken können, weil er Amazon, sag ich schon, ihr eBay Premium da hat, dieses eBay Plus oder wie das heißt. Und da hätte er mir kostenlos so ein Rücksendeformular schicken können. Ja, hätte ich vielleicht nochmal eine Stunde warten sollen. Ich wollte es halt dann nicht wieder links liegen lassen. Deswegen habe ich das dann nach in einem Abwasch gemacht, weil ich eh sauer war und wütend war. Und ja, dann willst du es auch hinter dir haben. Ja, auf jeden Fall, Ende vom Lied. War da auch nochmal 10 € mehr in den Wind geschossen. Und da hat mir halt eben nochmal geschrieben. Und da hat er halt eben das nochmal formuliert gehabt mit dem Controller. Hätte ich den gefunden. Und ob ich denn auch den angeschrieben habe, wo ich den selber gekauft habe. Weil ich habe ja die PS4 selber nicht im Laden gekauft, sondern vor über einem Jahr selber auf eBay. Ich habe mir halt auch gedacht, es bringt doch jetzt aber nichts. Ich fange doch jetzt selber nicht an, einfach willkürlich Leute irgendwie zu verklagen auf gut Deutsch, wo ich das selber seit über einem Jahr her habe, es null nachweisen kann, ob er das auch war oder auch, ob er das wiederum selber mal, egal ob er es war oder nicht, weiß ich es doch nicht. Er war es, würde es er nicht bestätigen, das wäre ja dämlich. Ist das aber wirklich nicht, sagt er auch nein. So, also egal wie, es macht keinen Sinn und da jetzt willkürlich irgendwie hinterher zu gehen, so, ist halt kacke gelaufen. Zu dem aktuellen Zeitpunkt jetzt war das halt leider allerdings so, weil sich bei mir privat einiges verändert, dass ich halt rechtsschutztechnisch da nichts hatte. Dementsprechend konnte ich es nicht drauf ankommen lassen und hatte jetzt die Wahl. Entweder ich gehe in Vorkasse, also es kam nichts, muss ich dazu sagen, aber es wäre halt wahrscheinlich darauf hinausgelaufen, so wie wir geschrieben hatten, so wie er geschrieben hat. Und egal, ob er jetzt unschuldig ist oder nicht, wäre es auch dann verständlich gewesen, weil er hat nichts zu verlieren, egal aus welchen Gründen, ob jetzt nicht kriminell gedacht oder schon. Ich wäre im Arsch gewesen auf gut Deutsch. Ja, dieses Video ist es mal egal. Es wäre alles teurer als die 400 €. Also hätte ich keine Wahl in dem Sinne. Ich hätte es natürlich darauf Anlass kommen lassen können, aber ja, einige haben schon gesagt, hätte es nochmal gewartet und bis dann der erste Zettel im Haus ist, theoretisch so vom Anwalt oder Drohung, wie auch immer, dass da dann halt dann, dass du es da dann halt drauf reagierst. Aber auch da war ich mir jetzt zu unsicher, muss ich dann doch schon mal vielleicht eventuell was zahlen dafür, nur dass der schon einen Zettel geschrieben hat oder was auch immer. Es war mir einfach zu dumm, zu dämlich, es hat mich genervt und diesen Aufwand. Ich habe gerade genug eigenes, Privates und da wollte ich halt jetzt einfach nicht. Ja, groß hinterher. Genau, das ist jetzt so die Geschichte dazu, für die, die es interessiert hat. Und ja, es ist es so, wie es ist. Ich werde solche Sachen, so Sealed-Sachen, nicht mehr über eBay verkaufen. Ich werde tatsächlich über eBay nur noch, ich werde es auch explizit hinschreiben. Ich werde, egal was ist, nichts mehr zurücknehmen. Ich werde nur noch gegradete Sachen verkaufen. Oder Zip-Sachen vielleicht auch. Aber reine Sealed-Sachen, wo du schnell mal was faken kannst oder wie auch immer. Nein, und ich werde auch explizit am hinschreiben, gekauft wie gesehen. Und wenn sie mir dann halt ankommen, werde ich halt auch sagen, Leute, da ist das. Weil wenn sie dich verarschen wollen, können sie es immer. Sie können selbst bei einem SIP-Spiel, wenn du ein Modul reinlegst, können sie sagen, oh, Modul funktioniert nicht. Ich höre oft genug Geschichten, wo Leute dann sagen, ja, die haben dich wegen 10, 15 € verarscht. Einfach nur, weil sie es können und weil sie Bock drauf haben. Weil jeder denkt sich so bei 10 €, ach scheiß drauf, bevor was ist, schicke ich ihm die 10 € zurück. Das machen sie 10 Mal, haben sie schon wieder 100 €. So. Kann man auch auf kleine Weise kriminell machen. Ist teilweise einfacher und effektiver als immer mit größeren Beträgen. So, ich mache jetzt nochmal einen schnellen Cut und wir holen uns das Ganze erstmal raus. So, hier haben wir das Ganze jetzt liegen. Ist ja eh egal, jetzt wo ich es aufmache. Hier sieht man noch, das ist alles fein. Also wird es hier irgendwie mal aufgemacht. Ja. So. Und jetzt schauen wir hier mal rein. Hier sind die ganzen Bedienungsanleitungen. Und jetzt kommt halt das, was ich so komisch finde. Kabel. Original. Also nicht verschweißt, aber dieses mit diesem Drehding halt, ne? Selbes Prinzip bei den Kopfhörern hier. Könnt ihr das Ganze sehen? Da. So, dann, ich habe jetzt noch mal ein bisschen rausgezoomt. Holen wir als nächstes die Kabel hier raus. Auch alles verpackt. Und das hat er halt auch alles auf eBay so auch hochgeladen. Also die Sachen sind alle noch dicht. So, und klar kann man auch das faken in dem Sinne. Ich weiß. Aber es macht doch keinen Sinn. Es macht doch keiner.
So, sorry für die Geräusche im Hintergrund. Der Gärtner ist da. Also Hausgärtner, nicht nur von uns. dann das Ganze hier mit dem HDMI-Kabel. Selbes Ding. Und das sieht einfach so eng aus. Also du machst dir diese Mühe nicht. Du machst dir diese Mühe halt einfach nicht. So, das hier, keine Ahnung, was hier ursprünglich drin ist. So, und jetzt holen wir das Ganze. Ja, soll ich das Ganze jetzt rausholen? Schauen wir uns das an? Wir schauen uns das an, oder? Ich meine, ich kann es eh nur noch, wenn überhaupt. Also, noch eine Sache vorweg. Ich werde sie wahrscheinlich verkaufen. So, wie sie halt jetzt ist. Also, für die Interesse haben an einer Uncharted PS4, wo halt nichts dran ist. Wir schauen uns das jetzt an, aber ich gehe mal davon aus, dass sie wirklich sealed ist. Dann werde ich sie auch nicht weiter auspacken. Plus halt, wo eben noch alles nagelneu ist. Das ist dann halt wirklich... Auch die UVP ist ja in einem super Zustand, bis auf minimale Ecken, die auch diese ja davor schon hatte. Man muss halt jetzt nochmal den Controller finden und halt das Spiel dazu packen. Ja, entweder man findet das nochmal alles nagelneu, dann könnte man das Ganze als Qualified sogar vielleicht machen, ich weiß es nicht, bei OneUp zumindest, oder eben das Ganze dann als ZIP einfach bewerten lassen, für die, die sind gut, günstig dann an den ZIP rankommen möchten. So. Hier ist die PS4. So, hier ist das gute Stück. Ich hole sie, oder ich zoome einmal nochmal raus. So, so kann man es, glaube ich, sehr, sehr gut sehen. So sieht das Ganze aus. Ich, ehrlich gesagt, sieht das ein bisschen komisch aus, oder? Also, dass das so... Also, es kommt mir gerade echt ein bisschen komisch vor, tatsächlich. Er hat es wirklich so drin gelassen, auch wie er mir das Foto geschickt hat. Vielleicht ist er wirklich unschuldig. Die Frage ist halt jetzt, packe ich das Ganze aus oder nicht? Weil ich kriege das wirklich dann gar nicht mehr so rein. Und ich will es halt eigentlich schon so lassen, für denjenigen, der es halt vielleicht kaufen will. Weil ich weiß halt nicht, ob mir das was bringt, die jetzt zu behalten. Ich meine, sie sieht geil aus, aber ja... Ist halt trotzdem doof. Ich guck mal, ob ich so vorsichtig rauskriege. Komm, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, ob da irgendwelche Kratzer dran sind. So. Hier ist sie jetzt ausgepackt. Ich hab's getan. Ganz ehrlich. Es war mir jetzt egal. Und sie sieht schon geil aus, muss ich sagen. Ja, vielleicht beide ist sie doch, keine Ahnung. Hier hat man tatsächlich eine Stelle. Also... hier ist irgendwie so ein weißer Punkt. Ja, die Kamera mag mich nicht, wartet. Ah, so, besseres Licht. Ihr seht hier diesen weißen Punkt. Und das ist definitiv eine Macke. Ja, das ist eine Macke. Und was mir aufgefallen ist, sie hat so sonst keine Kratzer. Ich kann zumindest keine erkennen. Ah, das ist schon wieder weg. Das war nur Dreck. Aber sie war ein bisschen mit Dreck befüllt. Also hier das schwarze Noppi war gerade ein bisschen mit Dreck, ist aber gerade schon abgefallen, wo ich es euch zeigen wollte, hier beim Drehen. Und überall sind schwarze Punkte gewesen, also ich weiß auch nicht. Dann hat man hier, gut, aber es kann halt jetzt auch Staub sein, ne? Also da will ich jetzt nichts zu sagen. Sie sieht neuwertig aus, also man hat hier... Man hat hier sonst nichts dran. Sonst, wenn man hier so rüber geht und rüber guckt, da sind keine Kratzer drauf. Auch vorne. Das
Sic Parvus Magna. Ja, sieht schon geil aus. Ist schon eine geile PS4. Sieht schon sehr, sehr edel aus. Also für Fans von Uncharted ist das wirklich ein Muss. Also tatsächlich gefällt sie mir so optisch auch sehr, sehr, sehr gut. Aber ich gehe mal trotzdem sehr stark davon aus, dass ich mir dann einfach sage, ich gebe die wieder ab. Weil ich habe halt eine PS4 auch, die, gut, die habe ich jetzt selber ja graden lassen mit der Star Wars Edition, die ich früher selber benutzt habe. Und ja, ich brauche die hier nicht, ne? Also ich benutze meine PS5. Das wäre dann halt eher so, du stellst sie so mit ins Regal, weil das halt geil aussieht, aber sonst, ja, weiß ich nicht. Optisch gefällt sie mir sehr, sehr gut, aber naja. Ja, also, ich hätte es natürlich jetzt auch so lassen können, aber. Und vielleicht hat das ein oder andere auch geschrieben mit, ah, was tust du da? Das ist normal. Und jetzt ist sie auch nicht mehr original verpackt oder in dieser Folie. Aber ich glaube, das hätte jetzt keinen wirklichen Unterschied jetzt beim Verkauf gemacht. Ich verkaufe die einfach als gebrauchten, guten Zustand. Und dann ist das in Ordnung. So, ich wie gesagt, ich kann ja eh keinen großen Preis mehr verlangen. Es ist rein diese Konsole plus die Kabel, die original verpackt sind. Ja, weiß ich nicht. Also. Braucht man ja eigentlich jetzt sonst auch nicht, ne? Also, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt mit dieser Konsole machen würdet. Was haltet ihr von der Story? Ihr habt jetzt den Zustand dieser Konsole gesehen, sie ist wirklich neu. Sah halt aber trotzdem komisch aus mit der Hülle jetzt drumherum, weil das ist eigentlich besser gefaltet bei Sony. Also, das sah schon jetzt sehr komisch aus, deswegen habe ich es jetzt gemacht. Ja, was denkt ihr darüber? Über die PS4. Jetzt habt ihr alles gesehen, wir haben alles ausgepackt. Mir war es jetzt wichtig, das mit der Community zu teilen, anstatt das halt immer so halb unwissend irgendwie, ja, dann doch nochmal anders zu haben. Was denkt ihr darüber? Über die Story, was mit dieser PS4 ist, ob die nicht doch sogar vielleicht resealed war jetzt hier. Weil sie kann ja trotzdem resealed sein, nur neuwertiger Zustand. Gerade mit dieser einen Macke jetzt hier. Und siehst, das ist halt wirklich safe. Ich nehme sie mal kurz weg. Keine Chance. Das kriegst du nicht weg. Das ist eine kleine Stelle, wo keine Farbe dran ist. Das ist einfach ein weißer Punkt. Ja. Sonst ist da nichts. Gut, ja, das so viel dazu. Ich pack's jetzt wieder ein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr hier darüber denkt. Und ob sogar vielleicht jemand dann Interesse hat, falls ja, kann er mir auch gerne sonst über Instagram schreiben und mir einen Preisvorschlag geben. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, für die, die es interessiert hat. Und dann sehen wir sonst uns bei einem der nächsten Videos wieder. Haut rein, Leute. Bis dann und ciao.